ein Garagenprojekt von Chris Sawyer, die Massen begeisterte. In diesem Aufbaustrategiespiel ist man Chef eines Freizeitparks, baut Attraktionen und Achterbahnen, Imbissbuden und Toiletten, man stellt Personal für die Wartung ein, hält die Besucher bei Laune und erschafft so den Freizeitpark seiner Träume. Oder man quält einfach die Besucher. Aber auch wegen solcher Dinge weist das Spiel auch 10 Jahre nach dem letzten Teil immer noch eine große und treue Fanbase auf, welche nun sehnsüchtig auf einen neuen Teil wartet. Doch dieses Warten war immer geprägt von Leid und Enttäuschung. Die Insolvenz vom Publisher Atari, der sagenhaft schlechte 3DS-Ableger und die Mobile-Verwurstung als Farmville mit Achterbahn. Doch endlich gab es Hoffnung, als der neue große Teil namens Roller Coaster Tycoon World angekündigt wurde. Große Euphorie brach aus. Bis zum ersten Gameplay-Trailer. Ja, wer dachte bei diesen Szenen nicht auch? Zum Glück haben die neuen Entwickler auf die Fans reagiert und eine 180-Grad-Wendung durchzogen. Doch was genau sind die Neuerungen? Und warum kann man sich ohne schlechtes Gewissen auf einen neuen Teil freuen? Wenn man sich das neue Gameplay-Material anschaut, fällt vor allem die tolle neue Grafik auf. Im Vergleich zum ersten Gameplay-Trailer sieht dieser einfach fantastisch aus. Ein unglaubliches Detailreichtum bei Attraktionen, Deko und Besuchern, dazu volles 3D in bis zu 4K auf der Unity 5 Engine. Auch die Schatten, Partikel und Lichteffekte zeigen, dass es sich um ein wirkliches Next-Gen-Rollercoaster-Tycoon handelt. Vom Gameplay her bleibt das Spiel aber der alten Linie treu, das heißt, wir managen weiterhin den Park, platzieren Attraktionen und Achterbahnen, Getränke und Imbissbuden und halten die Besucher so bei Laune, damit sie uns fröhlich ihr Geld geben können. Das größte neue Feature ist jedoch, dass man die Möglichkeit hat, alles frei im Park zu platzieren. Das heißt, ein Raster, wie in den vorherigen Teilen, fällt quasi weg. Also Attraktionen und Dekoobjekte kann man überall in jedem erdenklichen Winkel platzieren. Und auch die Wege sind so frei platzierbar wie nie. Wer das Raster trotzdem vermisst, kann es optional einschalten. Die Map selber ist ziemlich groß, hier im Video ist nur ein kleiner Teil davon bebaubar. Bei den Fahrgeschäften gibt es wieder viele verschiedene Arten. Allen voran natürlich die Flat Rides, also die stationären Fahrgeschäfte. Wie zum Beispiel Kettenkarussell, Riesenrad oder Freefall Tower. Davon wird es zum Release erst nur 30 Stück geben. Die sind unterteilt in aufregende Familien- und Kinderfahrten. Zudem wird es auch Wasserbahnen geben. Die Transportbahnen und Dark Rides werden zum Release noch nicht fertig sein, kommen aber in einem späteren Update. Man will eher erst einmal das Grundspiel fertig machen, bevor man sich auf weitere Features konzentriert. Dazu später aber mehr. Doch es gibt natürlich noch die Achterbahnen. Hierbei hat man sich darauf geeinigt, alles auf eine Handvoll Arten runterzubrechen. Zunächst einmal gibt es 4 Achterbahntypen: Stahl, Holz, Invertiert und Launch-Achterbahn. Und diese unterteilen sich wiederum in 10 verschiedene Achterbahnarten. Darunter Hypercoaster, Dive Coaster oder Standing Coaster. Und diese gibt es wiederum in mehreren Themenarten, dazu aber auch später mehr. Auch ein neues, besonderes Feature ist der Achterbahnbau an sich, denn man muss nicht mehr jedes Teil einzeln bauen, wie vorher, sondern baut frei nach Belieben verschiedene Streckenabschnitte und diese lassen sich dann wiederum erhöhen, erniedrigen, dehnen, neigen, alles Mögliche. Man hat hier also viele Möglichkeiten und kann dann auch verschiedene Streckenarten und Kurven und Inversionen errichten. Dadurch hat man eine unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten, die Achterbahn zu gestalten. Durch den Untergrund lässt sich jedoch noch nicht bauen, das soll aber ebenfalls in einem späteren Update nachgereicht werden. Ein neuer wichtiger Faktor bei den Achterbahnen ist neben Sachen wie dem Intensitäts- oder dem Übelkeitsrisiko die Sicherheit. Das heißt, man kann nicht einfach eine total unrealistische und verwobene Todesbahn bauen, die Streckenabschnitte müssen nämlich jetzt optimal ausgerichtet sein, was das Spiel einem jetzt auch anzeigt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann naja, tschüss Achterbahnwagen. Neben dem Streckenverlauf ist es für die Sicherheit auch wichtig, die Bahn regelmäßig zu warten, da diese mit der Zeit immer unzuverlässiger und unsicherer werden kann. Deshalb muss ein Mechaniker regelmäßig die Achterbahn prüfen. Dies geschieht natürlich durch das Personal, wobei man hier einen Teil des Micromanagements entfernt hat. Denn man stellt jetzt nicht mehr einzeln jeden Mechaniker und jede Putzkraft ein, man baut nur noch eine quasi zentrale Station für Mechaniker, welche sich um die richtige, sagen wir, Dosierung der Anzahl kümmert. Das Budget können wir dort aber zentral verwalten.
Die Besucher hingegen sind wesentlich vielschichtiger und intelligenter. So gibt es natürlich wieder die allgemein bekannten Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Toilette, Spaß und Übelkeit. Aber zum Beispiel suchen sie nun auch aktiv etwas zu essen, wenn sie hungrig sind. Anders als vorher, wo sie erst direkt daran vorbeilaufen mussten und sich sonst nur beschwert haben, dass es nichts zu essen gibt. Insgesamt laufen sie auch nicht mehr so random durch den Park, sondern gezielt dahin, wo sie gerne hin möchten. Außerdem machen sie Fotos oder schauen einfach nur auf die tolle Kulisse. Außerdem mögen sie zum Beispiel nur noch eine bestimmte Art von Essen und Trinken. Das heißt, Kaffee und Lollipops reichen jetzt leider nicht mehr aus. Zudem mögen sie manche Themenbereiche mehr als andere. Richtig gehört. Themenbereiche gibt es auch wieder, nämlich Western, Adventure und Sci-Fi. Diese können dann mit Hilfe der Deko auch wieder bis ins kleinste Detail ausgeschmückt werden. Jedoch ist Deko diesmal nicht nur Deko, sondern hat auch endlich Auswirkungen auf die Besucher. Denn in einem bestimmten Radius um die Attraktion erhöht die passende Deko den, sagen wir, Spaßwert einer Attraktion, da Besucher lieber auf schön thematisierte Fahrgeschäfte gehen als auf stinknormale Kirmesdinger. Neben den Deko-Objekten gibt es natürlich auch wieder Lampen, Bänke, Zäune, Blumen und Bäume und in der Nacht kann man mit Feuerwerken und Lasershows die Besucher begeistern. Auch ein wichtiges Tool ist das Terraforming, wobei einem verschiedene Tools zur Verfügung stehen, um die Welt zu bearbeiten. Man kann Berge erstellen und Täler und Kluften und alles Mögliche mit den verschiedenen Tools. Die Löcher kann man dann zum Beispiel auch wie bekannt mit Wasser füllen. Worauf die Entwickler besonders stolz sind, ist der Mod-Support. Hierbei wird nicht nur der Steam Workshop benutzt, er wird auch aktiv ins Spiel integriert, sodass man in-game auf Sachen aus dem Steam Workshop zugreifen kann. Die Ausmaße an Möglichkeiten im Modding-Bereich sind jedoch noch nicht ganz bekannt. Man hat aber durch viele und komplexe Modding-Tools die Möglichkeiten, zunächst einmal eigene Szenerie, Objekte bis hin zu ganzen Themenbereichen zu erstellen. Man kann auch seine Parks und Achterbahnen speichern und im Workshop teilen. Ein Multiplayer wird es zunächst nicht geben, aber er soll nach dem Launch noch nachgereicht werden. Was jedoch geht, ist, dass man mit seinen Freunden Gruppen erstellt, in denen man die Parks und Achterbahnen austauschen und besuchen kann. Neben dem freien Sandbox-Mode soll es auch wieder eine Kampagne aus verschiedenen Szenarien geben. Im freien Spiel hat man auch wieder die Möglichkeiten, aus mehreren Maps auszuwählen.